Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sahadu mit einer neuen Folge Crashlands. Ihr habt, glaube ich, gerade noch so gesehen, wie hier das Clutterfly geschlüpft ist. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es gerade gestartet, das Klopfen gegen das Ei wurde, gegen die Eischale wurde immer höher, immer schneller. Und bin mir nicht sicher, ob ich rechtzeitig noch die Aufnahmetaste gedrückt habe. Also das ist gerade eben geschlüpft hier. Wir nehmen natürlich jetzt das gute Clutterfly mit. Achso, wir können jetzt den Namen. Hier hat man Hippo genannt. Clutterfly. Wie nennen wir das? Tierchen. Ja, es ist eine fliegende. Ein fliegendes Vieh. Fliegendes Vieh ist ein bisschen ein komischer Name, oder? Insekti, genau. Wir nennen es Insekti. Was zu essen geben. Hier können wir es wie es scheint aufwerten. Und hier können wir sagen, es soll mitkommen. Aha. Schön. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht, dass wir da unseren Hippo irgendwie aufgewertet hätten oder dem halt. Na, mal gucken. Müssen wir uns mit allem Zeugs da noch beschäftigen? Jetzt haben wir erstmal Insekti mit dabei. Okay, in der letzten Folge hatten wir uns ja Chitinrüstung gemacht. Wir sind jetzt komplett. Ich will noch näher ran zu. Das geht ja gar nicht. Wir sind jetzt komplett mit Chitinrüstungen ausgestattet. Und nun werden wir mal die Quests angehen, die wir hier noch zu machen haben. So, was müssen wir konstruieren und das der Quantum Mummy geben? Müssen auf jeden Fall erst nochmal mit ihm reden hier. Ach hier, ein eingetopfter Sonnenpilz. Den müssen wir herstellen und das anscheinend dann der Quentmami geben. Hier haben wir sowas. Dann bauen wir mal. Ach, wir besitzen schon drei davon. Hä? Ah ja, hier. Einwandfrei. Dann gehen wir zu ihm hier. Und der wird uns dann sicherlich den Weg sagen, wo wir da hingehen müssen, um die Quantum Mummy zu finden. Oder ist das eine neue Quest? Sollen irgendwie vor Wombats uns in Acht nehmen? Okay, wir haben jetzt die Quest nur abgegeben, ja. Ja. Frage ist, wo finden wir jetzt die Quent-Mami? Sie lebt alleine weit weg. Wo ist sie denn?
Hat er uns da schon ein Gebiet gesagt? Glaube nicht. Halt, Dreck. Dreck müssen wir mitnehmen. Ach, wir haben auch gerade das Zeug abgebaut, oder? Was wir uns da eingepflanzt haben. Was ist los? Ja, spricht uns nochmal auf den Tod an davon. Sein Kumpel. Da gibt es eine neue Quest. Was? Voice of Mala? Magic ist kein Ding, Josie. Er gruselt sich jetzt. Ah, was war das? Ich habe gewusst, dass Maler mit zuhört. Das ist sehr wichtig für mich. Was? Wir sollen irgendwas pflanzen? Acht Locktrees around Power Pool. Lass uns das machen, bevor diese ja, gestaltlose Stimme zurückkommt. Sind wir ja mit Quests wieder überhäuft hier. Es geht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Grandmami. Die Frage ist, wo ist sie? Ach, nee, 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 nee. Das ist das mit dem Locktrees. Sie lebt weit entfernt von hier alleine. Dann steht halt hier, dass wir diesen eingetopften Sonnenpilz ihr mitbringen sollen. Wo ist sie denn aber? Weit weg. Wir können höchstens mal in eine Richtung laufen. Aber normalerweise müsste es uns das doch anzeigen. Ha! Schön, dass wir das gleich mal so getestet haben und schön weit rausgescrollt sind. Also einfach nur noch gen Norden laufen. Wir wollten uns aber erst nochmal zu uns zurück teleportieren. Um zu schauen, ob wir nicht noch irgendwas aus unserem Beet ernten können. Ja, können wir natürlich. Ihr seht das. Eine Blaupause. Eingetopfte Pflanze. Wir hatten auch gar nicht viel Holz. Hat sich das ja auf jeden Fall gelohnt. Wir werden auch noch mal Holz anbauen. Insekti versperrt den Weg. Ach, Insekti, was machst du? Geh doch mal ein Stückchen zur Seite, bitte. Das müssen wir eigentlich auch um Powerpool machen. Oh, wir haben so viel zu tun.
So eine Menge zu tun. Haben wir denn genügend Erde? Das sollten wir aber eigentlich haben. Wieso zeigt sie uns hier nie an? Mussten wir das hier erst irgendwo herstellen? Nee. Nichts zu sehen. So ein bisschen wenig. Was? Ist es teurer geworden? Können wir nur 3 Stück herstellen? Oder wie viel bekommen wir dann? Achso, nee, wir bekommen dann 4. Ja, dann bauen wir 2 davon. Ich verstehe. Und nochmal 4 Stück. Dann haben wir 8. Dann machen wir die Quest noch schnell, bevor wir zur Quentin-Mami aufbrechen. Und jetzt sollen wir einfach nur um Powerpole. Block Trees. Einpflanzen. Schreibt er denn explizit, wo wir das hinpflanzen sollen? Pflanze einfach 8 von Locktrees around Powerpool. Also ringsrum um Powerpool. Mehr ist es nicht. Testen wir es mal. Machen wir auf jede Seite 2. Und dann bitte noch 2 dahin. Muss natürlich erstmal wachsen. In der Zwischenzeit werden wir uns zur Quentin-Mami auf den Weg machen. Einfach nur gen Norden. Machen auch mal einen Testkampf, weil wir wollen mal sehen, wie unsere Insekti sich schlägt. Hat die überhaupt was gemacht? Testen es hier nochmal. Ach doch, die schießt, ne? Ja. Geh mal weg hier. Oh, die Rüstung macht viel aus. Schaut ihr das euch an? Wir kassieren bedeutend weniger. Was haben wir denn eigentlich? Ein Steinen. 43. Ist eine ganze Menge. Brauchen wir, müssen wir jetzt auch nicht unbedingt sammeln. Während wir uns auf den Weg zur Quentin-Mami machen. Die Locktrees können wir sammeln. Da haben wir nicht allzu viel. Gerade mal 26. Und da wurde es dunkel. Oh, Dreck. Kann man natürlich immer gut gebrauchen.
Laufen wir links um den Teich. Den werden wir uns jetzt ja nicht anlegen mit den Glitchies. Aber der will sich mit uns anlegen. Geh mal bitte weg. Wir wollen doch nur zur Quent-Mami. Lasst uns mal bitte durch. Wir legen uns jetzt ja auch mit diesen grünen Clutterfly nicht an. Wow, was verschießt denn der? Lilane Teile. Haben wir sie gefunden? Nö. Da gibt es halt nur so einen Teleporter. Na, müssen noch ein kleines Stück laufen. Rück zu den Weg können wir uns ja teleportieren. Das können wir noch nicht abbauen. Ja. Gibt es noch Erde? Bald um die 50 Log-Trees. Das reicht dann. Also noch haben wir es nicht zusammen. Davon haben wir genügt. Oben gibt es noch schön Erde. So, Holz haben wir nur auch genügend gesammelt. Ah, hier oben scheint die Quent-Mami zu Hause zu sein. Dann werden wir ihr mal einen Besuch abstatten. Hallo, Quent-Mami. Was? Warum? Hallo, junge Pflanze? Und eine metallene sprechende Kiste. Wie niedlich. Da redet die über Juicy. Bist du hergekommen für Fisch? Was? Fischen ist gut. Okay, Hermie. Wir sind aktuell hier, um... Sag einfach, ich habe einen Enkel und er liebt es, Blumen wie dich zu treffen. Er ging mit Dürnt ein Stück zurück, keine Ahnung. Ich bin mir sicher, dass es schön wird, ihn zu besuchen. Die weiß halt noch nicht, dass dieser Böse da ihn ja, vaporisiert hat. Ja, wir drucksen halt so ein bisschen rum. Also wir kommen halt nicht so mit der Sprache raus. Ist ja auch nicht gerade sehr ein tolles Thema, was man da... Oder ja, nichts Tolles, dass man da diese Botschaft überbringen muss, dass er halt tot ist. Ich würde das so doll mögen, oh Mann. Es tut mir leid, Kermi, aber Birl muss passen. Dieser Wasserkopf, Fikodogo, hat ihn getötet. Was? Das ist nicht möglich. Blumi, Flauri nennt sie uns.
Wenn Bill tot wäre, würden einige, würden einige Wurzeln mit irgendeinem Symbol von seinem Leben, Bioing, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Sorry, das ist das, was ich dir halt sagen wollte. Oh mein. Er starb, während er anderen geholfen hat, kennt Mami. Danke, dass du mir seine Wurzeln gebracht hast. Ach so, deswegen diesen Sandschwum, eingetopften Sandschwum. Das war das, was er halt gern gemacht hat, anderen Leuten zu helfen. Fewa. Gibt es irgendwas, was du brauchst? Flowey, meint sie halt uns, ja. Wir feiern das Leben Bills. Da könnte man, wir brauchen halt eine Batterie. Hast du eine Ahnung, wie wir die finden? Technik ist nicht meine stärkste Seite, aber ein alter Freund von mir, Graham, betreibt ein Labor in einer weiteren Entfernung von hier. In einer good distance. In einer guten Entfernung von hier. Er wird euch sicherlich helfen, um zu finden, was ihr braucht. Aber seid vorsichtig bei der Wanderung. Sie ist doch ganz schön weit. Hat sie nie gesagt, dass er nicht so weit entfernt wurde? Naja, okay. Die Clutterflies sind hier wirklich sehr, sehr schlecht, sehr böse in der Nacht. Nun muss ich einen Moment über Birl nachdenken, Flowey. Dieser Floating Head. Damit meint die Hekotoguhr. Können wir jetzt nochmal mit ihr reden. Ach so. Was willst du nun machen, Grandmama? Die will irgendwas gegen Head Doku anscheinend unternehmen. Vengeance. Rache, Flowey. Aber Rache ist ein Mal, das am besten mit Frühstücksessen serviert wird. Geht das Sprichwort nicht irgendwie anders? Rache ist süß oder Rache wird am besten kalt serviert? Aber die redet hier irgendwas von dem Frühstücksessen. Juicebox flüstert uns was zu. Flux, sie scheint irgendwie komisch zu sein, ein bisschen. Sie starrt total langweilig ein Loch in die Wand. Börl hat immer Omelettes geliebt. Wipe me up in Angel Omelette. Ein ärgerliches Omelette, was? Big Patches können wir finden in der Mitte des Leges, also des Sees. Jetzt können wir Omelettes machen oder wie? Ja. Angel Omelettes. Jetzt haben wir wieder eine ganze Menge an Quests. Ach, schaut mal, hier unten ist das Labor. So zeigt es das jetzt in Rot an.
Und dann müssen wir, wie es scheint, diese Omelettes dann noch herstellen. Wir schauen uns aber mal vorher noch den See an, denn die sprach da irgendwie von der Mitte des Sees. Hier ist nichts in der Mitte des Sees. Wir umrunden ihn mal. Uns zufrieden, Kletschi. Hier gibt's nichts. Oh, was ist das für ein Vieh? Womplort. Autschi, lass uns zufrieden. Ja, wir porten uns jetzt zu diesem Quen. Der alte Kumpel von Grandmommy. Und werden mit dem mal sprechen. Das ist hier unten. Und wir haben ja auch noch die Quest, dass wir hier oben mit dieser Pflanze sprechen müssen. Vielleicht geht es ja jetzt. Aber die geht ja immer wieder weg. Wenn wir einfach mit links draufklicken. Das wird diesmal auch nicht anders sein. Ja. Schwupps, weg ist es. Scheint die verbuggt zu sein, die Quest? Oder verstehen wir das einfach nicht? Gran, wo bist du? Was ist denn das? Oh, brauchen da eine bessere Säge dafür. Müssen wir in der nächsten Folge mal nachschauen, ob wir schon eine bessere Säge herstellen können. Dann können wir auch dieses andere Holz da herstellen. Ah, hier. Das sieht ja richtig massiv aus und keine Hütte. Das scheint ein richtiges technisiertes Labor zu sein. Quents Labor. Oh, schaut mal, das ist eine Schatzkiste oder sowas. Was? Quem? Ach, Quem. Nicht Quen. Quem. Quent-Mami sendet uns. Wir brauchen eine Bat. Er kommt gar nicht so dazu, Batterie zu sorgen. Keine Zeit zu sprechen mit euch. Mit diesem Kletterfleiß hier in der Nähe, Fremder. Wir haben keine Kletterfleiß hier ringsherum gesehen. Graham, bist du okay? Du siehst so aus, als wärst du unter Schock. Du kommst hier, oder ihr kommt hier, ja, zwischen zwei Wellen. Ich halte jetzt hier schon für Tage aus. Ich habe irgendjemanden verloren. Oh. Hört ihr das? The Buzzing. Das Brummen, schätze ich mal. Sie kommen! Oh Mann. Und das ist ja richtig toll hier. Problem ist halt, wir sind hier sehr, sehr beengt. Ja, das ist ja unser Insekti. Zum Glück sind es keine dicken. Ich glaube, ich hätte das nicht sagen sollen. Da kommt bestimmt noch eine Welle. Ich hoffe es natürlich nicht. Oh, die Chitinrüstung ist Gold wert. Schön, dass wir die gebaut haben. Weiß nicht, ob wir das mit der alten Rüstung auch schon überlebt hätten. Boing. Die Küste, was? Die Küste ist sauber. Ich komme raus. Wartet.
Dieser eine Große war nicht in der Gruppe. Der eine Große? Wie groß? Das Brummen. Oh Mann, jetzt müssen wir ja noch gegen den Großen kämpfen. Wow. Der hat leider mal das halbe Labor eingerissen hier. Wir müssen aufpassen, wenn er diesen Dreierangriff macht, dass wir da nicht in alle Dreier reinrennen. Boah, ich dachte gerade, wir haben jetzt so viel Schaden gekriegt, dass wir draufgegangen sind. Lana! Ach, der hat die gefressen oder was? Und jetzt ist sie wieder da. Ich war in ihm drin. Wie so ein Party-Snack. Was? Nee, Party-Sack. Ich bin so glücklich, dich wiederzusehen. So, wir haben jetzt hier dein Käferproblem gelöst. Hilfst du uns jetzt? Ja, richtig. Was braucht ihr? Wir suchen eine Batterie, um unser Kommunikationssystem da zu komplettieren. Quentin sagte uns, du besitzt die Macht. Sing or to, was genau ist Sing? Achso, um das zu finden oder um das zu wissen oder vielleicht auch zwei was zu wissen. Ja. Bah, ich kann dir damit nicht helfen. Energiekunst ist nicht alles. Aber ich habe einen Freund, den Meister Squeeze Miss Ramel. Der Energiekunst macht. Er lebt was over yonder in einem großen, keine Ahnung, was Pond heißt. Was bringt hier Baubel aus einigen Sorten? Sie wird ein bisschen sauer, wenn Leute sie unterbrechen. Hier baut irgendwas von diesen drehenden Rädern, bevor ihr mit ihr redet. Dazu müsst ihr Glatterfleiß bekämpfen. Da haben wir ja neue Quest-Sets bekommen. Ah, neuen Tisch sozusagen, den wir da herstellen können. Und diese, ach hier, solche kleinen Windräder sollen wir herstellen. Wow, jetzt können wir ja noch mehr mit denen reden. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarzeilen, würde mich freuen. Und natürlich rechts unten habt ihr den Button, um den Kanal hier zu abonnieren. Wäre spitze. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Sahadum zur Crashlands. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.